So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Warriors Orochi 4 mit Kapitel 5 machen wir weiter und zwar The King of Darkness, irgendetwas for Power.連合軍は一致団結してアレスとロキを撃破。最大の危機を切り抜ける。この事態を重く見たオーディンは自ら出陣、安倍の生命らを引き連れ連合軍の領土に攻め込んだ。全世界の統治を宣言した神オーディン、その隠された実力が今明らかとなる。 火獣、安倍の生命、黒田官兵衛、オーディンにつく人間たちの目的がわからぬ。なんというか妙なんですよね。明確な敵意を感じないというか、奴らと密かに接触できればオーディンが世を滑る手段とやらもわかるかもしれん。だが 今はオーディンに対処することが先決よ。奴の力に潰されぬよう心して挑め。ああ、wieder so eine große Map. Aber ja. Warum nicht? Komm, lad schneller. Danke. 確かめてやるかしら。力を試すだと。So, grüß Gott, die Herrschaften. Und der Hausmeister ist auch wieder dabei. Sehr geil. 正面の生命に狙いを定めよ。この戦、オーディンの目があることを覚えて、使えぬと分かれば殺される。全力で挑むことだ。 So, das haben wir mal erfolgreich eingenommen. Dann gehen wir gleich mal da runter zu den grünen Viech. Da ist er auch schon. So, du stehst zwar nicht auf meiner Liste, aber trotz all dem mache ich dich fertig, danke. Du stehst zwar auch nicht auf meiner Liste, aber ich mag dich nicht. Allein nur wie du ausschaust, Alter. Mit der komischen Maske, die du da oben hast. So, du willst dich jetzt wieder verpissen, oder was? Sicherlich nicht. So, dann gleich da runter. So, lass meine Gruppen da, meine Truppen da in Ruhe. Ja, willst du wieder zaubern, gell? Ich stagger dich zu Tode da, komm. Ah, er hat's geschafft. Aber es war kein Zauber, es war ein Griff. Ja, willst du das jetzt durchgehend machen, gell? So, mach da das Tor auf. Mach da das Tor auf, lass mich da durch. Ah, dein geiles Schwert, der Typ. Schaut cool aus. So, jetzt schauen wir uns mal seine Ultimate an. Gegen den Tiang Tzu. Na dann. Hallo. Ja, macht auch ziemlich gut Schaden, muss ich sagen.
Ah, das ist wieder das. So, schnell genug, liebes Spiel. Ich hoffe, den Basistypen nehmen wir da hinten noch mit. Seine Ultimate ist wieder voll. Ja, bei dem geht das auch relativ schnell. Kann man nichts sagen. Und gleich darauf. Schaut aber cool aus, die Ultimate von ihm. Kann man nichts sagen. Na geh. So, wie wär's, wenn du jetzt langsam stirbst? Danke. Leon. Ja, gleich. Und das war's. So, gleich da oben links. Da ist so ein grünes Viech. Den machen wir mit ihm. Ja, ja, komm nur. Aufstehen, danke. Schaden austeilen, sehr gut, in dem bist du gut. So, und der da hinten braucht noch Hilfe. Ab geht's, komm. Ah, schon wieder dieser depperte Magier. Als ob du irgendetwas gegen mich ausrichten könntest. Deswegen nehme ich ja die hochgelevelten mit, mit denen ich gut da drinnen bin. Und, na geh. So. Dann darauf, macht's die Türe auf. Lasst's mich da oben rein. Komm, lasst mich rein. Ja, ja, ja. Reg dich irgendwann einmal später auf. Jetzt mach die scheiß Türe auf. Danke. Und ab geht's. Und gleich weiter. Da vorne ist ein Greif. Okay, jetzt muss ich ganz nach links. Okay, okay. Da sind ganz schön viele. Oh, ey. Dann machen wir mal den hier. Ja, für das Level macht er schon gut Schaden. Können auch jetzt ja die Super mal machen. Wo ist der Große? Da ist der Große. Da sind sogar gleich zwei Große. Das ist immer gut. Na, perfekt. Und gleich die Ultimate hinterher, die normale. Ja.
Na geh. Ich hab mir gedacht, das geht sich noch aus. So, mein lieber Greif. Das ist geil, wenn er Brandschaden macht. Kriegt er immer extra Damage, das ist nicht schlecht. So, den Greifen holen wir uns auch noch. Aufpassen, der hat fast keine Lebensenergie mehr gehabt. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe eigentlich noch auf R2 gedrückt, aber ist ja wurscht. Komm, Alter, töte den scheiß Greifen da jetzt. Danke. So, jetzt reiten wir mal ganz rüber. Na, das geht ja gar nicht, sehe ich gerade. Aber das Chaosviech kann ich holen. Sehr brav. So, das aktivieren wir gleich nochmal. Und zwar jetzt. So, Koloss ist weg. Der Kleine haltet mehr aus als der Große. Ist auch ein bisschen komisch, aber ja, mir soll es recht sein. Danke. So, da unten sollte noch irgendwo einer sein. Komme ich da irgendwo? Nein, da komme ich nicht rein. Okay. Da drinnen könnte man mal zünden, oder? Zünden! Sehr brav. Sehr brav. Jetzt bin ich mal dran, ha? Und wumm! Beide weg? Jupp. Ja, jubelt's, jubelt's. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ab geht's. Weg mit dir. Perfekt. Und gleich auf den Großen da, die Ulti. Alter, was her für Schaden, was ist nur geil. So, dann gehen wir da weiter nach vorne. Mein Hauptmann kämpft da nämlich. So, aufpassen nur, aufpassen nur. So, aktivieren bitte, danke. Koloss ist weg, sehr, sehr gut. So, Mr. Menki. Dankeschön. Den Basistypen holen wir uns natürlich auch gleich. Perfekt. So, da komme ich jetzt rein. Sehr gut. Lasst mich, lasst mich, lasst mich. Ah, die Magie ist urgeil von ihm. Kann man nichts sagen. Ja, wenn es schnell gehen muss, danke. So, die sind eh noch ziemlich gut aufgeladen. Ich hoffe, dass da jetzt da bald die Türe aufgeht. Ich reite noch darüber, nämlich da drüben ist auch noch so ein Kommandant, der kämpft anscheinend noch gegen irgendjemanden. Den holen wir uns auch gleich, ja, ich weiß, dass ich da rein muss, danke. Vielen, vielen Dank. Für die Info. So, aber zuerst zum Kommandanten.
Ich weiß, dass die Türe offen ist, danke. Hat er eh nicht mehr allzu viel. Dankeschön. So, dann gleich mal darüber. Da kämpft er nämlich gleich weiter gegen den Typen. Warte, das machen wir auf schnell jetzt. Das war ein schöner Finisher. So, und jetzt sollte eigentlich... Er bleibt da sogar stehen, anstatt dass er irgendwo anders hingeht. Ja, ja, warte jetzt. Bewegt er sich? Nein, er bewegt sich nirgendwo hin. Naja, mir soll es recht sein. Hauptsache, es geht ihm gut und ich verliere die Mission nicht. Und bei euch bin ich auch gleich. Da drinnen ist wieder so ein scheiß grünes Viech. Jo. Na dann, aktivieren wir mal wieder. Was hat denn der da auf dem Rücken? Also auf der Schulter, besser gesagt. Ah, sehr gut. Schauen wir mal. Ah, das überlebt er. Leider. Mach mal du. Ja, very nice. Warte jetzt, da zünd ich mal. Ich glaube, da war noch nämlich einer. Das sind gute XP-Punkte für ihn. Das sind sogar zwei. Der eine heißt War. Oder War. Keine Ahnung. Sehr brav. Gleich nochmal, weil es so lustig war. Weg! Perfekt! Ah, der ist schon nice zum Spielen, der Typ. Alter, nein, jetzt haben sie mich zu Tode gestaggert. Alter, jetzt sind wieder alle da. Achso, ich bin gleich hier drinnen. Gut, dann machen wir das mit stärkeren Charakteren. Da kommen nämlich ein Haufen von denen. Alle einsammeln, die da sind. Und mach Schaden da, mach Schaden! Reiß sie raus da! Aufpassen wieder. So viele Hauptmänner da. Und gleich nochmal. Was ist mit dir? Du willst auch nicht sterben, gell? Sehr brav. Okay. Aber der Checkpoint war gleich da, das war gut. Rechts nämlich der Kommandant, der ist auch noch alle. Bei dem passt auch noch alles. So, wir können schon zum Boss gehen. Allerdings holen wir uns zuerst mal ihn da. Und machen den natürlich auch auf fix. Komm her da. So,
So, dann holen wir uns den da draußen auch nochmal, oder? Auch wenn mein Kommandant jetzt drinnen kämpft, das wird er ja hoffentlich überleben. Ich will die Erfahrungspunkte bitteschön haben. Das machen wir wieder fix. Ja, weg? Ja, gut. So, ich hoffe, dass ich irgendwie die Chance habe, darüber zu kommen, wenn ich da reingehe. Da nicht? Okay, gut. Aber hier kann ich durchlaufen. Oder reiten halt. So, bin gleich drüben bei euch. Bin gleich drüben. Ah, schleicht euch da von mir. Okay, das wollte ich zwar nicht, aber ist wurscht. Ich wollte noch mit ihm finishen, damit er die kompletten Erfahrungspunkte kriegt. So, Bossy Boss Boss, hm? Alter, das sind ja Urben! Die argen Viecher! Zünden wir mal! Das wollte ich zwar nicht. Du hast doch nichts zu melden. Ab geht's. Gleich auf den Scheiß greifen da drauf. Und beide auf einmal gewonshottet. Sehr geil. So, Victory! Fertig? Sate, watashi wa Rengo-gun ni koufuku sasete morau. Toyukoto de, sukoshi hanashi o sasete moraeru to ureshii nda ga. Oh. Yahari omae wa uragiru tame ni achira ni tsuite ita no ka. So naru na. Watashi to Kajuu dono, Kanbei dono, Shoukai dono wa kono sekai ni kite gūzen Loki ni koe o kagerarete ne. Onore ga dou subeki ka kangaeru tame ni mo gunnai de iroiro sagutte ita nda ga sono kekka osoroshii koto ga wakatta no da. Odin no mokuteki wa onore igai no subete o keshi aratana yo o tsukuru koto da. Kono sekai mo ningenkai mo senkai mo nani mo kamo. Nande sonna koto o? Yatsu wa katsute horobi o yogen sareta. Sono unmei o nejimagete kara ijou na made ni chikara ni kodawari horobi o osoreru you ni natta no da. Sore o tsukitsumeta kekka 自分を脅かすものをすべて消そうと。 ああ、 その通り。 それにはここが最も適しているんだ。 神や仙人、 力を持った英雄が集まる この世界が。 奴は蘇らせた破壊神に、 世界中、 ユグドラシルを作らせ、 この世界の力すべてを吸わせようとしている。 出来上がるのは滅びの意志がたっぷりこもった兵器。それを起動すれば
全ての世界が終わるだろう。己の滅びを避けるためだけに己以外の全てを滅ぼすだと。聖絶だな。バカな話だが、オーディンは本気だ。長い年月、滅びの恐怖に脅かされ続けた彼は、そこから逃れたくて仕方がないんだね。私たちが滅びの運命から逃れる方法は二つ。破壊神を打って、ユグドラシルを作らせないか。オーディンを倒すか。いずれかだろう。どちらも厳しい道であることに変わりないが、やるしかあるまい。奴のために俺たちが滅ぶ義理などないのだからな。陰陽の術の出番だな。Okay. Einen Charakter haben wir dazu gekriegt. Gut. Das soll mir recht sein. So, kommt noch irgendwas? Ich glaube schon. Nämlich, es wird geladen. Odin's Gunni zuxeru Ningen wa mina sonata no yoni uragiru ki o neratte iru no ka? Saa. Odin ya Loki no me ga atta kara ne.全員の内情を知っているわけじゃないが、少なくともダッキとリョフは違う。ダッキはオロチを復活させるため、そしてリョフは強者と永遠に戦い続けるため、二人とも己の願いに忠実だ。願いといえば、セメ殿、ロキ殿の願いをご存知ですか？以前ロキ殿はそれを叶えるためなら何でもするとおっしゃっていました。オーディン復活の先に真の願いがあるのだと。残念ながら心当たりはないな。ただ彼はかつてアースガルズでの戦争に負けた。そして仲間を殺され、オーディンに力を奪われた。彼に残された力はわずかだ。変身術で半人に化けたとはいえ、歪ませもせずこの世界に潜り込めるぐらいにはね。逆らう術がないからオーディンに服従を誓っているのだろうが、内心を見せない神だ。考えは読めないな。そうですか。ウヌラが話に興じている間に破壊神を打つ準備は整ったぞ。ユグドラシルなどを作らせてはなりません。たとえ破壊神が相手であろうとも、ひるまず進まねば。リョモウ様、味方の軍勢が東西に分かれて布陣しているようです。何かあったのでしょうか？なんだと？撤収の報告も模擬戦をする予定もないが。リョウもちょっと様子を見に行こうよ。三成たちがいないし、私嫌な予感がするの。私も行っていいかしら？息子たちの姿も見えないの。本当に世話が焼けること。Ja, ja, ja. So, upgraden. Schauen wir mal, ob er was dazu kriegt hat. Was? Na, da, okay, gut. Einen Punkt. Hast du eine neue Waffe gekriegt? Nein. Aber, wie gesagt, vielleicht in der nächsten Session hier. Könnte schon möglich sein, oder? So, dann schauen wir mal bei ihm. Ja, er hat jetzt wieder 4. Dann kaufen wir ihm das einmal. Und Waffen schauen wir auch gleich bei ihm. Ja, wie gesagt, in der nächsten vielleicht. Das schaut gut aus bei ihm. Er hat urviel gekriegt. Okay. So, und er hat eine 47er Waffe gekriegt. Ist ja nicht mal so schlecht. Und upgraden tun wir natürlich auch gleich. So. Und wie immer, verkaufen.
Er ist unglaublich. Ich bin urglücklich, dass ich mit ihm gespielt habe, damit ich nur herausgefunden habe, was für Damage er macht. Das ist nicht normal. So, wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir mal ganz gleich da rein. Jawohl. Okay. Die Defense wird gesteigert, das ist nicht schlecht. Aber das da unten, das hätte ich gerne da. Das weiß ich zwar nicht, was das ist, aber das ist ja... Also da ist ja dieses Fragezeichen. Aber das muss ja unglaublich geil sein. Das muss ja alles auf einmal raufhauen. Das ist ja dieses Attacke, Verteidigung und Heilung wird auf einmal raufbötzt. Und das, also 1, 2, 3, 4, 5 Mal das aufwerten, das wäre sicher nicht schlecht. So, Party, wir suchen uns einen neuen aus. Und zwar die Athena. Würde ich jetzt einmal mitnehmen, oder? Warum nicht? Schauen wir es uns einmal an. Story, wie schaut's aus mit Kapitel 5? Ist noch nicht zu Ende, okay? The Ultimate God of Destruction. Okay, gut. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch, wie immer. Ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.